Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Dietmar Black und seine Gäste. Und los geht's! Ich treffe mich heute mit Schauspieler und Bodybuilding-Ikone Ralf Möller und wir sprechen über sein Leben und über Motivation Handwerk, eine Initiative von Hans Schäfer. Richtig. So sieht's aus. Das hast du ganz toll gemacht. Hallo Ralf, ja, danke. Ja, das ist... Ich bin ein bisschen aufgeregt. Der Podcast heißt ja Nicht ganz ungefährlich. Mhm. Und ich glaube, der wird heute das erste Mal seinem Namen gerecht, weil ich habe mir so überlegt... Ganz lieber. Auch ja, wenn natürlich. Ich 1,96 groß ja, bin. Ja, aber weißt du, wie viele Interviews du schon gegeben hast und wie viele Interviews ich schon gehalten habe? Boah. Ich glaube, dass der Faktor 1000 da wahrscheinlich eine realistische Größe ist. Aber wir haben ja gerade festgestellt, wir haben ja auch in der gleichen Kaserne gedient. Das beim stimmt. Beim Pionierbataillon 840 in Wuppertal-Elberfeld. Ja. Und wir waren auch mutlos, putlos, mutlos, trostlos. Habt ihr auch Übungen gemacht, 36-Stunden-Übung damals? Ja, klar. Das ganze Paket. Er hat gedient, sehr gut. Er hat gedient. Du, wenn du überlegst, also ich komme ja aus dem Bergischen Land, aber wenn ich von weiter weg komme, sage ich immer, ich komme aus dem Ruhrgebiet, weil das so schwierig ist zu erklären, dass Solingen, Remscheid und Wuppertal das Bergische Land sind. Ja. Du kommst ja nun mal rein aus dem Ruhrgebiet, aus Recklinghausen. Rande des Ruhrgebiets, würde man sagen. Obwohl meinst das du? Ruhrgebiet, ja, ist ja nur, nach Münster sind es nur 50 Kilometer. Ist ja alles mittlerweile grün, das Ruhrgebiet, wie wir das vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren erkennen, ist ja gar nicht mehr so. Die ehemaligen Zechen sind mittlerweile Denkmäler geworden, also die kann man, die oder die Bergleute mit eingefahren sind, kann man begutachten und auch selbst mit runterfahren und viele Fototermine werden dort gemacht und auch schon Filme wurden dort gedreht in ehemaligen Zechen. Und das Ruhrgebiet ist mittlerweile grün. So. Jo, aber diese Herzlichkeit, dieses Handfeste und auch so ein Stück weit diese empfundene Gleichheit der Leute, hast du das mit durch dein Leben getragen? Trägst du immer noch ein Stück Ruhrgebiet in dir? Ja, also immer, das bleibt man. Ne? Ich bin ja auch immer noch im Ruhrgebiet oder überhaupt öfter auch in Deutschland. Lebe seit über 30 Jahren, seit 32 Jahren jetzt in Los Angeles. Habe auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, die deutsche aber nie aufgegeben. Ich habe beide Staatsbürgerschaften. Wobei ich die amerikanische auch erst nach 20 Jahren dann, ich hätte die nach 5 Jahren haben können. Ich hatte die Green Card gehabt, die geht immer alle 10 Jahre. Und da muss man sie erneuern. Und habe ich mir gesagt, so jetzt ist es soweit. Und vor, glaube ich, 7 oder vor 8 Jahren, dann habe ich... Da warst du so assimiliert, dass du gesagt hast, ja, passt jetzt, für jetzt mich. Ja, jetzt mache ich die eben halt und da habe ich auch den amerikanischen Pass halt. Ja. Aber glaubst du nicht, dass für deinen Lebensweg irgendwie das Ruhrgebiet und wie die Leute da so ticken auch so ein Ding war, was dich getragen hat? Ja, die Ruhrgebietler oder überhaupt, weil du sagst Rheinländer, da kann man die Kölner auch mit nachher noch zählen, obwohl die ja nicht zum Ruhrgebiet, aber so die Menschen da oben im Ruhrgebiet oder in auch Köln und so die Ecke da. Rheinländer sind einfach, wir wissen ja, wer daherkommt. Grönemeyer, viele Musiker kommen von dort. Na gut, Lindenberg kommt von Gronau, ist auch nicht allzu weit entfernt. Und viele Schauspieler. Götzke Orgard im Ruhrgebiet. Ich habe ja im Ruhrgebiet quasi meine Karriere gestartet. Du hast mit Götzke Orgard gespielt. Naja, sicher. Ich bin nach meiner Weltmeisterschaft. Ja, sicher. Ich habe nicht im Tatort gespielt. Aber nein, ich wollte nur sagen, warum? 86 wurde ich Weltmeister in Tokio und Bodybuilding. Und dann ein Jahr später war ich in München. Und da ja nicht das so ist, dass sie sagen, oh, wir brauchen einen Möller fürs Fernsehen oder für Kino, muss man auf die Leute zugehen. Und da war ich damals bei der Bavaria und habe dort meine Unterlagen abgegeben. Und tatsächlich dann 4-5 Monate später riefen die dann eben her von der Produktionsfirma vom Tatort an. Vom Tatort an und sagt, Mensch, wir brauchen da so einen großen, starken und so. Und hast du gesagt, nun, warte mal, vielleicht fällt mir da einer das ein. Hörte. Und als ich hörte, dass auch noch Götzke Orgard ist, da war ich natürlich happy. Und da haben wir, 3 Tage war ich da und 2 Drehtage haben wir gehabt dort. Und
Ja, das war so die erste Berührung, sage ich jetzt mal ganz einfach. Ne? Nicht lange, ich habe da vielleicht 1,5 Minuten Szene gehabt, indem ich ihn dann hochgehoben habe. Dann hatte ich noch die Idee, den Apfel im Mund zu stecken, damit das super cool aussieht. Dann habe ich ihm links und rechts eine gepfeffert und dann habe ich den Apfel abgebissen und den weitergegangen. Und Götz hat noch vorher gesagt, och, bist du stark. Und dann ging es ja. Ja, es war so eine kleine legendäre Szene, die auch dann immer wieder gezeigt wurde. Hm. Damals gab es halt noch nicht jedes Wochenende einen Tatort wie jetzt. Tatort mit Götz George war ja einfach ein Riesending. Du hattest damals 7 Kommissare vielleicht gehabt. Ja. Ne? 7, 8 Kommissare. Heute haben wir, glaube ich, ja, jedes Bundesland, allein Nordrhein-Westfalen gibt es 3 Tatorte. Ja. Also 3 verschiedene, alle toll. In Münster, in Dortmund, als auch in Köln. Die machen das ja schon alle viele Jahre. Die Kölner sind ja, glaube ich, schon weit über 30 Jahre dabei. Münster ist einer der erfolgreichsten überhaupt. Und wenn man bedenkt, dass die ganze zu der Zeit in ganz Deutschland es vielleicht nur 7 gab. Ne? Und, aber ist ja toll. Das ist eine erfolgreiche Serie. Ja, und das haben ja dann auch mal eben 15 Millionen oder 20 Millionen geguckt, weil es gab nur 3 Programme und davon war eins der Tatort. Aber teilweise erreichen die das trotzdem noch. Die Münsteraner haben auch schon so 13, 14 Millionen noch manchmal gehabt. Mhm. Seltener jetzt, aber der Tatort kommt immer auf zwischen 10 und 12 Millionen. Also easy. Also vielleicht haben sie auch schon mal ein bisschen weniger, aber da ist der deutsche Zuschauer immer ganz treu und hängt da auch dran, egal was da nun gezeigt und gemacht wird. Und freut mich dann natürlich für alle, die da mit dem Projekt zu tun haben. Guckst du denn heute noch Tatort? Ab und zu, wenn ich in Deutschland bin, dann auf jeden Fall. Ja, da gibt es immer mal den einen oder anderen, da schaue ich mal noch rein. Ja, was ich mal manchmal, wenn ich dann manchmal ein bisschen länger da bin und komme abends nach Hause, ich habe sogar schon, das ist ja das Schöne an den Mediatheken, kann man ja immer gucken. Und übrigens, Kettensägenmaster oder ist nicht Massaker, sondern das läuft gerade mit mir. Ich habe 6x30 Minuten, das läuft auch gerade jetzt auf der ARD-Mediathek. Aber was ich sagen wollte, man kann die Tatorte aus den 70er Jahren, die gefallen mir auch noch immer, und den 70er, 80er und so da waren auch tolle Typen immer dabei. Aber ja, gut. Was fehlt dir, wenn du in L.A. bist und du denkst an Deutschland? Ja, gar nicht so die Klassiker, Brot, Wurst, Autos. Esse nicht, bin vegan, ist keine Wurst. Stimmt. Gut, ich habe 45 Jahre lang Fleisch gegessen und bin auch groß und stark geworden. Aber es ist jetzt ganz einfach besser. Im Alter halt, da willst du nicht Gicht bekommen oder dass die Arterien dicht sind und die Krebs bei zu viel Fleisch ist, das krebsgefährdend enorm steigt. Also ich würde den Zuhörern raten, die müssen jetzt nicht von heute auf morgen alles rausschmeißen, aber vielleicht 50% mal alles senken. Ich finde das ein starkes Statement von dir, weil also bist ja für viele auch ein Vorbild. Und ich finde, das hat sehr viel Gewicht, wenn du das Thema anschneidest und wenn du sagst, Leute, denkt mal an eure Ernährung und schraubt mal den Fleischkonsum zurück. Dann finde ich, das ist eine starke Botschaft. Das ist ganz anders, als ob man mit Mitte 20 irgendwie darüber philosophiert, wenn man mit deiner Lebenserfahrung das Thema angeht. Auch mit deinem Werdegang, finde ich, hat das sehr viel Impact und das finde ich ziemlich cool. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, ich weiß noch, wo die damals sagten, aber wenn der Möller 27, also war ich 27, 28, jetzt bin ich 64, da haben die gesagt, wenn der 50 ist oder 55, hängt der Bizeps bis zur Kniekehle. Und heute ist man besser in Form, als ich vielleicht mit Mitte 40 war, also mit 111 Kilo durchtrainiert. Und der Bizeps ist auch noch immer da. Du kannst Respekt. Nicht sehen, aber ich konnte den jetzt sehen. Und kloppt mir einfach, Freunde. Ja, Respekt. Ist nur da. Nein, und das zeigt ganz einfach, das ist ja, was ich den Leuten mittlerweile mit auf den Weg gebe. Mit 20 und 30 sind die meisten alle fit und so und kann man viel machen. Aber nachher so muss man schauen, dass man, wie bei einer Rente, ne, da zahlt man ja auch ein, auch wenn es nicht mehr viel gibt, wie erwartet. Aber in den Körper zu investieren, lohnt sich immer. Weil ihr wollt nachher später nicht mit 50, 60 und 70 und auch mit 80 die Zeit im Wartezimmer verbringen, beim Arzt oder mit Krankheiten, sondern man will auch Lebensqualität haben. Und die bekommt man, indem man sich gut ernährt. Ihr könnt noch so viel trainieren. 80% des Ganzen ist die Ernährung.
Und da muss man jetzt nicht hungern oder Diät halten oder durch vegan wird man auch nicht schlanker. Vegan heißt ja nichts anderes als pflanzlich. Hm. Und wir essen auch da Kartoffeln und Reis und Vollkornnudeln und alles Mögliche. Also du kannst Kohlenhydrate ohne Ende. Kohlenhydrate ohne Ende, das ist nicht die Sache. Unser Buch oder das Buch, was ich mit Timo Franke rausgebracht habe, der ist also veganer Koch und war auch früher auch in 2- und 3-Sterne-Restaurants als mit Köchen hat er gekocht, also in Küchen gearbeitet. Er wurde dann auch vegan und dann haben wir das Buch gemacht, Vegan Gladiators. Mhm. Könnt ihr mal reinschauen. Die ersten 40, 50 Seiten, da ist nichts übers Kochen. Da wird nur erzählt, wie wir dazu gekommen sind. Das ist ganz interessant. Und das hat der Autor, der das gemacht hat, mir fällt auch gleich der Name ein, Stromberg mitgeschrieben. Mhm. Der hat das auch, weil er auch Drehbuchautor ist, sehr bildlich und sehr unterhaltsam auch geschrieben. Und das ist seit 3/4 Jahr schon auf dem Markt. Und dort werden Gerichte vorgestellt, die man mal ausprobieren kann. Mhm. Wenn man anfängt und sagt, ich mache einmal am Tag, einmal die Woche vegan, ist das schon mal was. Das heißt ganz einfach nur ohne Fleisch. Ja, klar. Gut, ich war dann auch mal so weit, dass ich dann auf 80 war, dass ich auch noch ein bisschen Fisch und ein bisschen Ei gegessen habe zwischendurch. Aber ich habe gemerkt, dass durch den Fleischverzehr, also dass ich das weggelassen habe, überwiegend tierische Produkte weglasse, dass es für den Körper gut ist. Man kann essen, man kann 3-4 Mal am Tag essen, man soll sich auch satt essen. Das Ding ist, dass viele manchmal eine Diät machen von 2 Monaten, dann sind es vielleicht 6, 7, 8 Kilo runter und dann auf einmal nach 2, 3, 4 Wochen ist es wieder alles drauf und sogar mehr. Ja, weil sie keine Umstellung haben. Die machen einfach genauso weiter und dann macht's Ping-Pong und du bist wieder da, wo du warst. Das ist richtig. Aber wie gesagt, das ist natürlich so eine Sache, die ich jetzt mache. Ich gehe mit Leuten essen, die essen auch ihr Steak. In meinem Beisein können sie auch oder essen und trinken, wie sie wollen. Ich rate nur allen, sage ich jetzt mal, Restaurationen, die ein Restaurant haben, sagen, oder ein Steakhaus haben, sagen, ah, Müller macht mir Geschäft kaputt, wenn er sagt, er ist nur vegan. Nein, man muss nur einfach auch anbieten können, Veganes und Vegetarisches. Also auf der Karte kann man locker 2, 3 Gerichte noch dazu tun, sodass der Veganer dann halt auch das essen kann, während der andere dann eben sein Fleisch essen möchte. Ja, also da muss man sich drauf einstellen. Und es ist mittlerweile dabei. Ich habe die Tage noch eine Frau gesprochen. Ich sage, und dann haut ihr euch richtig erstmal wieder eine Kohlrollade oder richtig Rolladen rein. Nee, sagt sie, meine Schwiegertochter ist vegan beziehungsweise vegetarisch auch. Und mein Sohn ist das jetzt auch. Also ich mache da nur ein bisschen Hühnchen mit Gemüse und so ganz leichte Sachen. Also so diese schweren Soßen, dieses Westfalen-Essen und so weiter, weißt du? Mit Eisbein oder in Bayern oder Schweinefleisch und all diese ganzen Sachen, wie sie immer damals gegessen wurde, gerade die Nachkriegsgeneration. Mein Vater wurde trotz allem 93, der ist vor 1,5 Jahren verstorben, der kam aus Insterburg und Ostpreußen und der hat da gegessen. Die haben sich die Butter drauf geschmiert und die war ein Zentimeter hoch drauf, weil die natürlich die Nachkriegszeit hatten. Nee, ja, klar. Und aber die ist ja auch schon ist auch Zeit alt rum. Geworden. Ne? Ja. Es ist auch, obwohl er geraucht hat, der hat die Zigaretten gedreht, der hat sein Bierchen und sein Schnäpschen mal getrunken. Aber ja, siehst du, der hat. Bierchen und Schnäpschen, lass uns mal die Kurve kriegen zu deutschen Produkten. Aha. Deutscher Wein? Oder lieber amerikanische? Du hast mir ja hier auch gerade einen mitgebracht. Ja. Und zwar hier blauer Spätburgunder. Von der Obermosel. Von der Obermosel. Apfelweingut heißt es. Appelweingut. Ja. Appel, richtig. Die werden jetzt gerade noch eine Flasche aufmachen, weil du die genannt hast. Ja, ja. Aber das ist halt aus unserem Studio Chaos, aus unserem Keller. Ich probiere die raus. Ja, immer. Ich mag das auch. Deutsches Bier? Ja, ich ja ab und zu mal, ne? Wenn man Durst hat, trinke ich auch ein Bier. Ich bin eigentlich auch, wenn ich zum Wochenende mal oder so, ich trinke gerne Rotweine. Auch schon mal ein Gin Tonic zum Einläuten, sage ich jetzt mal, ne? Wenn man beim Abendessen ist oder so irgendwo ist, ja, bring mal einen Gin Tonic. Schön als Aperitif. Und nachher geht man auf den Rotwein über. Mhm. Und später dann noch, es kommt daran, wo ich bin, dann auch meine Zigarre eben halt, ja. Machst du auch bei deinen Freunden mal so Werbung für deutsche Sachen? Zeigst du mal irgendwas? Sagst du mal, guck mal hier, aus Good Old Germany, ein Wein, ein Bier, guck mal.
mal mein Auto da draußen aus Good Old Germany. Auto, also, ja gut, das Auto, die, also ich habe gerade einen Vertrag mit BMW. Ich habe auch schon Audi, Mercedes und Porsche gehabt. Aber alle Autos fahren in Los Angeles auch so oder so rum. Ja. Die Amerikaner lieben die deutschen Autos nach wie vor. Und deutsche Workwear? Und, fällt uns da was so ein? Ja, auf jeden Fall. Made in Germany kommt immer noch gut an. Ja. Das auf jeden Fall. Auch die Produkte und auch natürlich die Hans Schäfer Klamotten, die ich ja auch seit 2 Jahren habe, bin ich ja mit dem Andreas Greve, das ist ja bei euch die Ecke, in engster Verbindung. Und wir haben es über einen seiner Mitarbeiter damals kennengelernt. Okay. Der bei Rolf Milser auch im Gewichtheberteam war. Mhm. Rolf Milser wurde 84 Halbschwert, im Schwergewicht, Goldmedaillengewinner. Ich denke, wer sich ein bisschen für Sport interessiert, ja, hat den Namen im Kopf. Ja, ja, hat den bekommen. Und, Mensch, wie heißt der jetzt? Schreiben wir in die Shownotes, kein Thema. Aber ich wollte nur sagen, der hat uns dann zusammengebracht und ich fand die Sachen gut und cool. Ich hatte schon mal 10, 12 Jahre zuvor für Arbeitskleidung, für andere da mal was gemacht. Und was mir beim Hans Schäfer gefiel, war die Qualität, aber auch der moderne Schnitt. Ich sage, das sind ja Sachen, die kannst du ja während der Arbeit und kannst ja davon direkt ins Fitnessstudio gehen, ja, was man machen kann. Ja, klar. Viele dieser Sachen kann man nach der Arbeit im Training benutzen oder auch am Wochenende dann schön, auch wenn es regnet, die sind ja wasserfest, alles imprägniert. Und so haben wir heute Top-Sachen. Ich habe die ganz gern, weil die so viele Taschen haben. Deshalb trage ich sie auch immer ganz gern in L.A. oder wenn ich mal Motorrad fahre oder eben oder BMW. Dann habe ich die auch schon mal an und so auch überhaupt. Und das sind heute coole Sachen. Und deshalb habe ich gesagt, du, das bewerben wir mal und möchte, dass das auch andere dann haben. Und das Gleiche für mich. Ich glaube, das ist absolut dein Thema. Also es ist auch ein Produkt, was total fantastisch zu dir passt. Weil du bist ja auch jemand, der sehr aktiv ist. Und der ja, wo du gerade gesagt hast, ich behaupte das jetzt mal und du kannst dann über den Tisch rüberkommen. Ja. Aber du kannst ja Freizeit und Arbeit auch nicht so trennen. Ja. Also das sind ja bei dir auch fließende Bereiche. Ich meine, klar, wenn du an einem Filmset bist, dann ist das klar. Aber viele Sachen, wo du auch Markenbotschafter bist oder wo du dich für deine eigenen Themen einsetzt, wie Ernährung und dergleichen, ist ja der Übergang fließend. Absolut. Und deshalb sind wir ja gerade in Düsseldorf. Hier ist ja die A&A, die Messe, die Arbeitsschutz und Arbeitsmesse, Arbeitsschutz, ne, ist ja genau. Und da sagt mir Mensch, kam mal rüber, wir haben da immer mal zusammengesessen, auch mal drüber überlegt, bis er sagte, uns fehlen, oder wir haben das irgendwie, weiß nicht, wer das rausbrachte, aber es kam auf einmal raus, es werden doch so viel Facharbeiter gesucht und Lehrlinge gesucht. Und überall, wenn man immer fragt, ja Mensch, warum könnt ihr nicht mal eben einen Maler vorbeischicken oder einen, weil's keinen gibt. Oder einen Klempner oder einen Dachdecker, ja, oder einen Maurer, der mir da mal eben kurz eine Wand hochzieht oder was auch immer. Sagen die, ja, das dauert ein paar Wochen. Ich sage, wieso, weshalb? Ja, sagt er, uns fehlen die Leute, die Facharbeiter. Und jetzt kommt noch eins dazu. Die Jahrgänge 62, 63, 64, ich bin ja Jahrgang 59, das heißt also, die jetzt 4, 5 Jahre noch jünger sind, die arbeiten jetzt vielleicht noch die nächsten 5, 6 Jahre. Und dann haben wir fast 7 Millionen, ist die Zahl, der Facharbeiter, die dann erstmal weg sind vom Markt. Das heißt also, wir brauchen dringendst Nachwuchs. Das heißt, wir müssen unbedingt die Jugendlichen, die jungen Menschen, Mädels natürlich auch, komme ich gleich noch zu, und Jungs dazu begeistern, jetzt nicht nur endlos zu studieren und vom Homeoffice alles auszumachen, sondern zu sagen, Mensch, ich muss da zwar 7, 8 Stunden arbeiten, aber die kann ich auch arbeiten, weil ich gehe danach ins Fitnessstudio und da bin ich fit und deshalb halte ich das auch alles aus. Ja. Und ich glaube auch, das ist eine gute Ausstattung. Also wir machen ja den Podcast mit vielen Leuten schon gemacht und da kommt das immer wieder, dass die Leute sagen, ja, wir haben ein Produkt und wenn die Leute mit dem Produkt arbeiten, dann sind sie einfach gut ausgestattet, die können ihren Job gut machen, die bleiben fit im Job. Und ich glaube, die richtige Workwear ist da auch eine absolute, also ganz grundlegende Geschichte. Ne? Ja, nein, auf jeden Fall.
Also wir haben, Workwear soll dich ja motivieren halt auch. Und ist ja gut, ist ja toll, wenn man da, ich habe zum Beispiel auch diese kurzen Hosen an in Kalifornien, wenn es wärmer ist, mit den Seitentaschen. Da kann man auch schon mal das Handy verschwinden lassen oder irgendwelche Schlüssel und so, die man da nicht hat. Aber es geht auch darum, dass man sagt, Mensch, ich habe zum Beispiel im Fitnessstudio jemanden erlebt, da sagte ein junger Mann, sagt er, ja, ich habe mein Abitur gemacht, ich werde jetzt studieren. Ach, sage ich, und so nichts. Und ja, warum? Ja, kann man ja mal fragen, ja, oder? Ja, ich sagte, was willst du machen? Ja, mal sehen, weiß ich noch nicht und so weiter. Ich sage, wie ist das mal mit dem Job irgendwo? Ist noch nicht so. Und dann sehe ich den ein halbes Jahr später. Ich sage, und, wo studierst du? Nee, sagt er, ich studiere nicht. Ich habe mir mal Gedanken gemacht und habe einen Kumpel gehabt, und der ist Zimmermann und ich mache jetzt eine Ausbildung in dem Bereich, Holzbereich, ja. Zimmermann. Ich sage, toll, ja, sagt er, und es macht Spaß. Und ich kann dem jetzt heute nachempfinden, weil wir, wenn man so Sachen auch schnitzt, wie bei dieser Sendung jetzt eben, ja, halt, die ich da moderiere auf der ARD, dann mit Holz arbeiten zum Beispiel, das ist was Tolles, wenn du auf einmal, du siehst diesen Stamm und auf einmal siehst du nachher Figuren oder da gibt es verschiedene Themen. Märchen ist so mal eins Thema gewesen. Und auf einmal ist der Wolf da mit den sieben Geistlern und da ist der im Bau und dann haben die eine Story dazu. Und das haben die alles geschnitzt halt auch, ne? Und wenn man jetzt zu Hause geht und sagt, boah, jetzt mache ich mir einen Tisch oder ich baue mir noch einen Stuhl dazu und kann das wirklich selbst machen, dann befriedigt das unheimlich. Ja? Ich glaube auch, das ist doch so ein Ding, dass du morgens anfängst und abends bist du einfach einen Schritt weiter oder du bist sogar fertig und du siehst so ein Ergebnis. Und wir sind ja noch im Handwerk unterwegs. Das heißt, dein Dachdeckerkollege oder dein Zimmerer, der kann ja in 50 Jahren noch vorbeifahren und kann immer noch den Dachstuhl sehen, den er da gemacht hat. Ja. Das ist doch einfach ein unglaublich starkes Gefühl. Absolut, absolut. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wir müssen einfach das Ganze so machen, dass die Leute Interesse haben und mal mehr erfahren über diese ganzen Berufszweige. Dass es zum Beispiel München letztes Jahr auf der Bau auch Wettkämpfe gibt. Zum Beispiel in Danzig waren die Weltmeisterschaften und wo die dort dann vor Ort gebaut, gesägt, gemeißelt, geklopft haben in verschiedenen, Disziplinen. Das ist wie beim Sport, halt. Disziplinen, ja Gewerke, ja aber eigentlich ja, kann man auch Disziplinen sagen. Ja, richtig, ne? Die einen Mauern, eine die einen Mauern, Hämmern, eine genau. Ist Schlosser, Dachdecker, Dachdecker, ja. Klempner, alles das Ganze, Heizungsmonteure, die kommen wir da alle von. Und da gibt es richtig Competition, also Wettkämpfe, die wir auch sehr gut, das sind einige, die das wirklich mit Gold gewonnen haben und Silber, das ist schon mal eine Sache, wo man was vorstellen kann. Aber jetzt machen die ja nicht nur am Haus was, sondern das ist ja teilweise schon richtig manchmal Kunst, was die da auch noch weitermachen können, sage ich jetzt mal. Ja. Und das interessiert immer viele. Und wenn man da mal so Holzarbeiten macht oder Maurerarbeiten oder Fliesen, ja, und tolle Mosaiksachen an die Wand bringt und so oder weiter. Oder Häuser mit Schieferndecken, wenn du dann so Schieferbilder hast, wie man das so im Bergischen Land kennt, da gibt es fantastische Sachen. Ja. Dann ist es eine tolle Sache. So, und was wir machen, ist jetzt, dass wir aufrufen, dass man Hans Schäfer eben Workwear anschreibt und über die E-Mail und sagt, komm, wir senden ein 3 oder 4 Minuten Video ein. Jeder, der 330.000 Betriebe ungefähr in Deutschland circa, kann da mitmachen, schickt da Sachen rein und ich werde dann zu drei werden ausgewählt und werde dann zu dem einen oder anderen kommen, mir das anschauen, das vorstellen, auch mit medialem Background und so das Ganze unterstützen, dass wir auf diese ganzen Facharbeiter eben halt aufmerksam machen, auch über die einzelnen Personen vielleicht berichten. Und das könnte ich mir auch gut vorstellen, irgendwann, dass so eine Sache mal irgendwann auf YouTube oder sogar als auf einer Sendung läuft. Weil es ist ja toll, wir besuchen jetzt da demnächst auch 2 Mädchen, die auch im elterlichen Betrieb sind. Im Dachdeckerin, ne? Dachdecker und Klempnerin haben die, glaube ich, auch, ne? Ja. Die Handwerksschwestern sind das. Das ist ein schöner Name. Wunderhübsch. Die sind, glaube ich, die eine ist 23, die andere ist 26. Die würden sagen, Mensch, die passen ja als Models da irgendwo drauf. Nee, und das ist toll. Die sind im elterlichen Betrieb, Mittelständler, weiß ich nicht, 15, 20 Mitarbeiter und arbeiten da aktiv und berichten da auch rüber. Und die besuche ich halt auch jetzt die nächsten Tage. Und so werde ich das und so haben wir das auch vor mit den Betrieben, die sich bei Hans Schäfer Workwear dann melden, dass sie die Chance haben,
Das müssen Videos sein, wo die sagen, hallo, hier ist Benno und ich arbeite hier für die Tischlerei Max. Und jetzt habe ich gerade einen Tisch gebaut und das und das und ein bisschen sich vorstellen, was sie machen, warum sie es machen und so. Mhm. Und ja, und die uns am meisten beeindrucken, die werden herausgesucht. Ich denke auch, dass das einfach den Fokus drauf, ne? Einfach sowas auch ins Bewusstsein der Leute bringen, dass die einfach sehen, wow, sowas gibt's. Weil für viele ist das halt auch so ein Bereich, wo sie sich gar nicht vorstellen können, wie viel Kreativität und auch wie viel Leistungsfähigkeit. Und wenn die zwei Mädels ihren eigenen Betrieb leiten, dann auch die Verantwortung und was da alles dranhängt, dass das eine große Aufgabe ist. Es ist klar, heutzutage denkt ja jeder immer, irgendwo hat seine Träumereien und sagt, oh, ich möchte Sportler oder Fußballer oder Schauspieler oder Sänger werden. Oder sagt ein Sportler, immer. Sänger, ja, Schauspieler. Ja. Nee, gesungen aber, hast du noch nie, ne? Ja, doch, aber war mal immer ein Gesprächsgesang. Okay. Ja. Und das war gar nicht so schlecht. Unter den Top 100 kamen wir auf Platz 31 damals. Enomini hießen die, okay. Die Truppe. Und da habe ich so eine Art Sprechgesang gehabt. Erst den Podcast zu Ende hören und dann googeln, Freunde. Ne? Ganz wichtig. Ja, nachher, Erst nachher googeln. Nachher dann googeln, meiner. Okay. Guck mal unter Enomini und so weiter. Alles klar. Also nein, natürlich ist klar, wenn jetzt einer vorhat, ich weiß nicht, was er für Ideen hat und wie der Background ist, dann hört sich das manchmal an. Zimmermann, ja. Ich meine, ja gut, Elektriker. Mein Vater war Schlosser-Schweißer. Und hat mir die ersten Handeln gebaut zum Beispiel. Hätte ich auch nicht vergessen. Und da kannst du natürlich mal ebenso Sachen machen halt auch. Und ich finde, dass quasi dass in einer Welt, in der jetzt heutzutage alles übers Internet und Phone und iPhone, alles flutscht uns so durch die Hände, weißt du. Du hast nichts Messbares und nichts Haltbares mehr. Ja. Und ich glaube, wenn man was Bleibendes schafft, dann ist das toll. Und wie du vorhin schon sagtest, dann kann man darauf zurückblicken halt auch, ne? Über Jahrzehnte, und man muss nicht immer weit greifen, reachen. Du kannst auch den Wein, muss nicht immer italienischer sein und australischer und südafrikanischer oder so, oder Kapstadt, sondern es kann, warum nicht auch ein Deutscher dann mal sein halt, ja? Und warum nicht das mal ausprobieren? Vorurteile sind immer so. Das ist immer so, was wogegen ich immer war, als ich damals mit Ursula von der Leyen vor über 12 Jahren starke Typen gemacht habe. Sie hat als Familienminister einen tollen Job gemacht, hat es auch unterstützt. Da sind wir an den ersten drei Malen an Schulen gewesen, Unternehmer wurden eingeladen, Schüler und Schülerinnen haben sich vorgestellt in der Aula und so und konnten dann ein Praktikum, wurden eingeladen zum Praktikum, wo sie wollten. Und da wiederum haben sie dann durch später auch, manchmal hat derjenige gesagt, oh, die sind so toll, die haben zwar kein Abitur, aber die macht sich oder der macht sich oder die macht sich so fantastisch in einem Job, die behalte ich. Und über die letzten 10, 11 Jahre, ich habe es jetzt in den letzten 2 Jahren nicht mehr so machen können, aber vor Covid und vor der Pandemie ging das überall rund, ob in Dresden, ob in Stuttgart, ob in München, ob in Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Recklinghausen. Es war, in Recklinghausen warst du auch? War auch, ja. Ich habe das überall mal, immer mal wieder gemacht. Das wurde organisiert. Sigmar Gabriel war dabei als Wirtschaftsminister und so. Mhm. Also wir haben das immer morgens so eingeführt von 9 bis 12, wenn wir da hingegangen sind, um einfach davon zu berichten, um den Hauptschülern die Chance zu geben, einen Beruf erstmal reinzuschnuppern, als auch den dann nachher zu bekommen, indem sie dieses Praktikum machten und sich da auf die Hinterbeine stellten und sich Mühe gaben, was erforderlich war. Wenn du nochmal zurück könntest und du würdest nicht Schwimmmeister werden, was wäre ein Handwerksberuf, der dich interessieren würde? Ich glaube, unabhängig davon, dass du dann trotzdem der Vater war Schlosser warst. Und ja, gut, wir haben ja auch als Schulmeister und so Sachen machen müssen. Nee, aber jetzt mal sowas. Ich könnte mir gut so Holzarbeiten vorstellen. Wahrscheinlich wäre ich so eine Art Zimmermann geworden, ja. So den eigenen Tisch machen oder so Möbelsachen. Oder also, mal so einen Holzstamm durch die Gegend tragen oder das passt wahrscheinlich gut zu dir. Ja, das haben wir ja. Ist denn auch dein Lieblingsarbeitsgerät die Säge oder sogar die Kettensäge? Also ich habe es jetzt bei der Sendung mal ausprobiert und das ist gar nicht so einfach. Du musst auch körperlich fit sein. Ob ich jetzt auf dem Bau arbeite, also als Maurer oder auch in den anderen genannten Sachen, die wir vorher hatten. Ja, da musst du 8 Stunden arbeiten, manchmal auch länger. Und da muss man eine gewisse Fitness natürlich haben. Auf jeden Fall.
Aber das ist doch besser, als wenn ich jetzt im Büro 7, 8 Stunden da vor der Flimmerkiste sitze vom Computer und dann gehe ich zurück, dann esse ich und dann setze ich mich wieder davor. So sieht das meiste Jahr halt aus. Mal rausgehen, mal die Luft schnuppern, mal auf dem Dach oben, mal den Regen riechen, mal wieder. Das fehlt den meisten ja alles. Das kennen die ja alles gar nicht mehr. Und halt, ne? Das ist auch so deine Botschaft an die jungen Leute, jetzt in den Job starten wollen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, die Jugend, die hat das noch drauf. Es ist nicht einfach. Wir haben im Moment 2 aktive, sehr brutale Kriege, ob nun Ukraine oder jetzt auch in Israel, in Palästina. Viele andere Herde sind auch noch da und die Jugendlichen oder überhaupt die Leute sind unter einem gewissen Druck. Die Wirtschaft ist auch am Schwanken. Wir haben viele Menschen bei uns aufgenommen, viele strömen hier herein. Da müssen alle zusammenrücken. Es kostet natürlich enormes Geld und da ist eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Das ist offensichtlich. Das kann man heraushören, wenn man sich ganz normal unterhält, ob mit dem Taxifahrer oder morgens beim Bäcker oder wo auch immer. Wer ein bisschen die Ohren und Augen auf hat, der hat da ein Gefühl für. Und wir hatten schon schönere und hellere Zeiten. Es gilt jetzt also auch wirklich, da ein bisschen zusammenzuhalten und dann auch, da sagen immer, ja, wie machen Sie das? Ja, man muss natürlich ein Ziel im Leben machen, haben, oder? Ja? Es geht ja nicht ums Wollen, ums Machen. Wir müssen es machen. Erstmal machen, sagt man bei uns im Ruhrpott. Und dann kannst du erzählen. Ich habe da übrigens auch nochmal, Tankred Lerch hieß der Autor übrigens. Gut, Mensch, dann haben wir den jetzt auch noch der Tankred Lerch, mit dem habe ich es gemacht. Erstmal machen und dann, wie gesagt, bei der zweiten Sache mit Timo Franke, der dann überwiegend gekocht hat und so. Aber ich muss sagen, wir hatten ja damals bei Lidl halt auch diese Kochstudios gehabt. Und das lief auch sehr erfolgreich. Und das hat ja auch Spaß gemacht. Ich habe es nie so verstanden, weil ich immer Esser war. Ne? Aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn man so eine Flasche Wein hat. Weißt du, wo ich meine erste Sendung hatte? Beim Biolek. Du warst bei Alfred Biolek? Damals in den, wann war das? War der noch gemacht? 80er Jahren, ne? Hat der 80er, 90er hat er das noch gemacht. Der Alfred Biolek hat die erste Kochshow gehabt. Alfredissimo. Auf ARD. Ja, einfach mal googeln oder YouTube fragen. Oh, und da kamen wir dann dazu, ja, sagte er, lieber Ralf. Und ich wollte sagen, nehmen wir doch mal deutsche Weine. Und dann nimmt er mir das so aus dem Mund und sagte, was versuchen wir doch nochmal auch mal einen deutschen Wein halt. Der ist schon für deutsche Weine geworden. Er hat auch vom Deutschen Weininstitut gutes Geld dafür bekommen, dass er nur deutsche Weine getrunken hat. Ja. Also, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, ich habe mit ihm gekocht damals und ich war seitdem ob bei Hensler jetzt in den Kochshows gewesen oder bei anderen. Da habe ich dann vegan gekocht halt auch. Und das macht schon Spaß halt auch. Jetzt hat natürlich nicht jeder immer die Zeit, das alles so frisch und fröhlich und frei herzumachen. Deshalb möchte ich auch die vegane Ernährung ein bisschen mehr so in die Richtung führen. Es gibt mittlerweile Gulasch, Rouladen, Schnitzel, Würstchen, Bratwürstchen, alles Mögliche. Dann kann man Gemüse reintun, Kartoffeln dazu und so weiter. Und dann müsste man es im Grunde, damit es relativ noch frisch ist, klar muss es in den Kühlschrank oder in die Tiefkühltruhe, aber jetzt nicht wochenlang, sondern man kann es im Grunde irgendwo machen. Das ist jetzt da vielleicht noch für eine Woche drin. Und dann kann man sich das rausnehmen und zu Hause warm machen. Und dann kann man da auch das essen. Also das ist so mal so die Idee, die ich vorhab, auch mal rauszubringen, um das überhaupt mal zu erleichtern und um das Vegane noch mehr zugänglich zu machen. Das wäre was. Also wie gesagt, wir haben 2, 3 wichtige Sachen. Wir haben die Ernährung, wir haben das Training und den Beruf. Also und dann alle. Und beim Beruf Jungen, wollen wir Hans richtig, Schäfer Workwear. Da wollen Workwear. Wir Hans Schäfer Workwear ganz genau. Denen ganz wir dafür besonders. Danken, dass ich. Da kriegen wir die schönen Sachen her. Dann gehen wir mit den Sachen zu unserer Ausbildungsstätte. Auch in verschiedenen Disziplinen, haben wir gesagt. Und da kann jeder dann arbeiten. Und wenn ihr da fertig seid, macht ihr noch eine Dreiviertelstunde im Fitnessstudio. Und könnt das die Sachen dabei noch anlassen. Fantastisches Schlusswort. Perfekt, immer. Jetzt haben wir es, glaube ich, auf den Punkt über. Ich danke dir wirklich von Herzen für die Zeit. Jo, kann man sich vorstellen, dass das auch ein absolutes Highlight für mich war, mit dir zu sprechen. Danke. Und nochmal danke für den Wein. Wenn du mich ich moderiere mal ab und dann sagen wir noch Tschüss zu den Leuten. Ja. Das war nicht ganz ungefährlich, der Arbeitsschutz-Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Heute mit meinem Gast Ralf Möller.
Und wir haben uns über das unterhalten, was Ralf so wunderbar zusammengefasst hat und was ich nicht nochmal zusammenfassen werde. Idee und Realisation Black Works, Dietmar Black, im Auftrag des S2 Verlags. Postproduktion wie immer bei Podcastliebe. Grüße an Stefan Winter in Berlin und die Musik in der Intro und im Abspann wie immer. Chill Career, A Whole New World. Lieber Ralf, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön, alles Gute und liebe Grüße an die Zuhörer.